Wir nehmen noch Äpfel. Wir könnten ja mal wieder einen Obstsalat machen. Ja, dann nehmen wir am besten auch noch Orangen mit. Aber die sind schon ziemlich weich. Vielleicht hat es in der unteren Kiste noch schönere. Was ist, Mama? Das sind keine Orangen. Wir sind reich, Mama. So viel Geld habe ich ja noch nie gesehen. Halt, Lena, das Geld gehört doch nicht uns. Wir müssen das melden. Da stimmt doch etwas nicht. Warum liegt das Geld hier? Keine Ahnung. So etwas habe ich ja auch noch nie erlebt. Ob darunter Orangen sind? Noch mehr Geld. Wir stellen die Orangenkiste jetzt nochmal hin und sagen dem Chef vom Supermarkt Bescheid. Guten Tag. Könnten wir bitte mal kurz Ihren Chef sprechen? Ja, einen Moment. Ich hole ihn. Guten Tag. Sie wollten mich sprechen? Ja. Bitte schauen Sie sich das mal an. Um Himmels Willen! Wo kommt denn das ganze Geld her? Hier stimmt doch was nicht. Ich werde jetzt gleich mal die Polizei anrufen. Aha, diesen Fall muss ich mir nochmal genauer anschauen. Wieso klemmt denn jetzt der Schrank? Aha, jetzt. Ah, da ist ja meine Schokolade. Polizei Hausach, Overbeck am Apparat, wie kann ich Ihnen helfen? Bitte kommen Sie schnell in unseren Supermarkt. Wir haben hier zwei Kisten mit unglaublich viel Geld gefunden. Aha, ich komme sofort vorbei. Würden Sie mir bitte helfen, die Kisten in mein Büro zu tragen? Wir können sie ja nicht hier im Laden lassen. Ja, natürlich, ich helfe Ihnen. Guten Tag. Das Büro ist dort hinten. Danke, in Ordnung. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo Nicole, was macht ihr denn hier? Ja, wir haben das Geld gefunden. Es lag zwischen den Orangen. Ach, das ist ja ein Ding. Das müssen wir jetzt noch genauer anschauen. Vielen Dank an euch. Ihr könnt jetzt gehen. Falls ich noch Fragen habe, melde ich mich bei euch. Okay, tschüss. Tschüss. Haben Sie irgendeine Ahnung, woher dieses Geld kommen könnte? Nein, ich kann mir das absolut nicht erklären. Und ich schwöre Ihnen, dass ich damit nichts zu tun habe. Ja, das müssen wir natürlich noch überprüfen. Das Geld lag in Orangenkisten. Haben Sie denn Unterlagen von der Orangenlieferung? Ja, hier ist der Lieferschein. Danke, das nehme ich jetzt alles mit. Außerdem muss ich noch wissen, wer alles Zutritt zu Ihrem Lager hat. Gibt es denn schon irgendeinen Verdacht oder Hinweis? Nein, außer dass normalerweise Orangen aus Florida in diesen Kisten sind. Lass das Geld mal genauer anschauen. Weißt du was? Das Geld ist nicht echt. Da fehlt das Wasserzeichen. Ja, das ist Falschgeld. Das sind zwei Kisten voller Falschgeld. Ja, jetzt wird der Fall aber langsam richtig interessant. Ja, warum versteckt jemand Falschgeld in einer Orangenkiste? Ich kann mir das nur so erklären. Die Kiste wurde ganz normal an den Supermarkt adressiert, sollte dann aber vorab gefangen werden, bevor sie in den Laden kommen. Und dabei ist wohl etwas schiefgelaufen. Meinst du, jemand vom Supermarkt hat damit etwas zu tun? Ausschließen können wir das nicht. Aber dann hätte das Geld nicht im Laden gelegen, wenn da irgendjemand etwas davon gewusst hätte. Ich muss nochmal zum Supermarkt. Ich habe nochmal eine Frage. Kam denn die Orangenlieferung zur üblichen Zeit? Nein. Stimmt, eigentlich bekommen wir die Orangen immer freitags, also heute. Aber die Orangen kamen schon gestern. Das ist bisher auch noch nie passiert. Aha. Um wie viel Uhr kommt denn der Lieferant normalerweise? So gegen 14 Uhr. Also die Lieferung müsste jetzt gleich eintreffen. Ah, interessant. Das schaue ich mir gleich mal an. Sind denn die Orangen? Hände hoch, Manni! Warum suchst du denn hier nach Orangen? Mist! Wer war denn das gerade im Auto? Der hat mich nur hergefahren. Ich wollte frisches Obst holen.
Freitags gibt's hier immer frisches Obst. Ja, aber das holt man normalerweise nicht direkt aus dem Lager. Du kommst jetzt erstmal mit aufs Revier. Fahren Sie nach einem roten Fahrzeug, älteren Jahrgangs, Marke Playmobil. So, Manni, was wolltest du denn jetzt im Lager vom Supermarkt? Ich wollte nur frische Orangen. Ja, klar, ich kenne dich mittlerweile schon ganz gut. Und wer war denn der Mann im Auto? Den habe ich in Haus auch noch nie gesehen. Ich sag dir was, der Tatbestand mit Falschgeld wird sehr hart bestraft. Wenn du dich nicht kooperativ verhältst, kommst du sehr lange hinter Gitter. Da kommst du dann nicht wieder so schnell raus wie bisher. Ich weiß nicht, wie der Mann heißt. Ich sollte doch nur die Orangen klauen. Ich weiß nur, dass der Mann Amerikaner ist und irgendwo in der Nähe von Orlando wohnt. Aha, okay. Du bleibst erstmal in Gewahrsam, bis sich das alles bestätigt hat. Ah, interessant, interessant. Dort wird bereits nach Geldfälschern gefahndet. Schade, dass ich den Fahrer des Autos nicht erwischen konnte. Aber ich habe ihn deutlich gesehen und würde ihn wiedererkennen. Ich muss mich gleich mal mit meinen amerikanischen Kollegen in Verbindung setzen. Hello, Kommissar Overbeck from Hausach speaking. Die Amerikaner haben bereits die Flugtickets geschickt. Du sollst zu ihnen kommen, um zu helfen, den Fahrer des Wagens zu identifizieren. Sie sind nämlich kurz davor, den Geldfälscherring auffliegen zu lassen. Ah, sehr gut. Ja, in Ordnung. Das werde ich auf jeden Fall machen. Sarah, ich muss morgen in die USA fliegen, um meinen amerikanischen Kollegen zu helfen. Was? In die USA fliegen? Oh, Martin, muss das sein? Du weißt, das könnte gefährlich werden. Ich habe Angst, dass du da in irgendwas reingezogen wirst. Mach dir keine Sorgen. Ich muss dort nur einen Mann identifizieren. Papa, gehst du weg? Ja, aber nicht lange. Ich bin in ein paar Tagen wieder zurück. Wollen wir zusammen etwas spielen? Au ja! Ich muss mich nur noch schnell umziehen. Oh je, das macht mir schon Sorgen. Hoffentlich geht das gut. Martin, pass auf dich auf. Das mache ich, versprochen. Tschüss, Mia. Seid brav, Jungs. Ich bin bald zurück. Tschüss. Papa. Tschüss. Ob ich hier richtig bin? Hier ist ja wirklich nicht viel los. Ah, jetzt kommt jemand. Hey, I'm sorry. Ich bin zu spät. Hattest du einen guten Flug? Ja, danke. Komm mit. Möchtest du einen Kaffee? Vielen Dank. Das ist mal eine Riesentasse. So eine sollte ich mir auch zulegen. Das sind die Verdächtigen. Erkennst du einen? Der war's. Ganz sicher. Der war es. Super. Der Mann hat eine Farm hier ganz in der Nähe. Wir sollten da gleich mal vorbeischauen. Willst du mitkommen? Klar, gerne. Ein Volltreffer. In der Scheune sind Druckmaschinen. Ich rufe Verstärkung. Ist jemand zu sehen? Nein, gehen wir rein. Nichts wie raus hier. Niemand zu sehen. Aber das Papier ist noch nicht richtig trocken. Die Maschine muss gerade noch gelaufen sein. Die haben uns sicher kommen sehen. Ich schau mich mal um. Okay. Wir bleiben am besten ganz ruhig hier oben sitzen. Aber hier oben werden sie uns nicht finden. Die Täter sind vermutlich nicht mehr hier. Sucht die Umgebung ab. Sie sind noch da. Und zwar genau hinter euch. Oh nein! Ihr seid verhaftet. Ah, die Verstärkung trifft auch noch ein. Die war ja gar nicht mehr nötig. Oh, weg, das war eine Spitzenleistung.
So einen wie dich können wir ja gut gebrauchen. Ja, der Auslandseinsatz hat mir Spaß gemacht, aber ich freue mich auch wieder auf Frau Sach. Wir hoffen, euch hat unser Video gefallen. Gebt uns doch einen Daumen nach oben oder abonniert auch gerne unseren Kanal. Das könnt ihr gleich hier tun. Und ihr könnt hier auch noch ein anderes Video von uns auswählen und gleich weiterschauen. Bis bald. Tschüss.